Hansen, bin Pressesprecherin der Stadt Meckenheim. Was ist hier heute passiert? Hier hat heute in der Küche gebrannt. Es ist im zweiten OG in einem Mehrfamilienhaus. Betroffen ist eine Familie mit einer Frau und zwei Kindern. Die sind jetzt auch nochmal zur Beobachtung mit ins Krankenhaus genommen worden. Verletzt ist so augenscheinlich niemand. Die Feuerwehr war sehr schnell vor Ort. Also innerhalb von 15 Minuten war der Brand auch gelöscht. Und die Wohnung ist beschlagnahmt. Brandermittler werden morgen schauen, wie es zu dem Brand gekommen ist. In wie vielen Einsatzkräften war die Feuerwehr ungefähr da und welche Feuerwehren waren das? Also die Feuerwehr hier in Meckenheim, aber auch aus den Ortsteilen, weil der Feuerwehreinsatz ist nochmal von der Alarmstufe erhöht worden und die Kollegen aus Rheinbach waren auch vor Ort.